In diesem Video kommen Spoiler vor. Falls ihr diesen Dragon Ball Super Broly Film noch nicht gesehen habt, solltet ihr das natürlich nachholen. Außer natürlich, ihr habt kein Problem mit Spoilern. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Leute, Dragon Ball Super. Was soll ich anderes dazu sagen? Außer Dragon Ball Super Broly. Alter. Ich habe den Film vor gerade mal 1,5 Stunden noch gesehen. Ich saß im Kino. Im Cinemax, in Kiel. Alter, ist der Film geil. Leute, ohne Witz, ich muss dieses Fazit raushauen. Dragon Ball Super Broly ist wahrscheinlich einer der besten Dragon Ball Filme, die es gibt. Meiner Meinung nach, ne? Ich meine, alleine diese Animation, die Synchro, die ist so geil. Bardock hat einfach die Stimme von Goku im Original und Alter, es ist so hammergeil. Ich liebe diesen Film. Dieser Film ist mega. Guckt ihn euch an, Alter. Es ist einfach geil. Die Geschichte wird einfach erzählt, selbst wenn man Dragon Ball nie wirklich gesehen hat. Die Geschichte wird erzählt. Zwar nur kurzen Stücken, aber man sieht die Vorgeschichte. Man sieht quasi das halbe Bardock-Special. Bekommt man im Film und ich weiß, fast jeder kennt den Film jetzt schon, aber wer ihn noch nicht gesehen hat, guck ihn dir an. Das ist der. Oh Gott, ist dieser Film super. Vor allem Freezers Originalstimme, zumindest im Japanischen, die hat es so gut hinbekommen. Alter, hat man die gut hinbekommen. Dieser Akzent, ich liebe ihn, das habe ich schon im Tournament of Power geliebt, aber oh mein Gott. Dieser Akzent, diese Art, wie es gesprochen wird, das passt so. Böse, King Kult wird vorgestellt. Es wird gezeigt, wie Freezer die Saiyajin ausgerottet hat und so weiter. Also es ist wirklich, Leute, der Film ist Hammer. Und alleine wie Broly einfach, Broly ist kein schlechter Kerl, okay? Broly ist kein schlechter Kerl. Früher, in den ersten Broly-Filmen, Broly wollte Son Goku töten, weil Son Goku ihm als Kind zu doll geschrien hat. Jetzt wurde Broly einfach dazu gezwungen, weil er so von seinem Vater erzogen wurde. Der wurde einfach dazu erzogen, zu kämpfen. So, der wollte das gar nicht. Denn die unschuldige, aber dennoch traurige Geschichte mit Ba, diesem komischen riesengrünen Tier, dass er das Fell an seinem Körper, dass es halt das Ohr ist, was er trägt, ja. Es ist das fucking Ohr, was Paragus abgeschossen hat. Leute, die Geschichte dahinter ist so episch, wie es umgesetzt wurde, wie Broly einfach sich nicht wehren konnte und diese zwei von der Freezer-Armee, die man schon in den Trailern gesehen hat, ich habe ihren Namen vergessen, tatsächlich, die waren mir so unwichtig, die haben super zu Broly beigetragen, weil sie halt sofort erkannt haben, Broly ist gut, er ist nicht böse, er ist ein guter Kerl und Alter, wie die das gut hinbekommen haben, vor allem, ich weiß, überall war der Spoiler. Gogeta kommt, Gogeta geht in den Blue und die kämpfen gegeneinander und boom und bang. Ich muss noch sagen, der Film ist nicht für Epileptiker. Ich meine, Vegeta fängt an, die Verwandlung in den Saiyajin-Gott. Natürlich hatte Vegeta den schon vorher, ganz klar. Es ist nichts Neues. Für ein Anime schon, aber trotzdem. Wie episch das gemacht wurde, wie er einfach kurz die Augen schließt, durchatmet und dann kommt dieser leichte Strahl um ihn herum. Nimmt man das Strahl, diese Hülle aus Flammen, dann verwandelt er sich einfach und Broly ist einfach anfangs chancenlos. Broly lernt im Kampf dazu, er kämpft quasi weiter. Und er ist ja auch anhand der gelben Augen, obwohl sein Schwanz abgeschnitten wurde, ist er quasi im Osaru, im Wehraffen, aber in Menschenform. Er hat keine Kontrolle. Was ich auch lustig fand, es gibt einige lustige Jokes, zum Beispiel Beerus wollte nicht mit ansehen, wie Goku und Vegeta gegen Broly kämpfen, also hat der Babysitter für Bra gespielt. Warum denn auch nicht, ne? Oh, aber, Alter, es war so episch. Ich muss einfach darüber reden, ich bin immer noch gehypt. Mein Herz, die ganze Zeit während des Films, buh, buh, buh. Ich hatte so viel Spaß bei diesem Film. Ich hatte so viel Spaß. Das glaubt ihr mir gar nicht. Boah, dieser Film ist so unfassbar geil. Der ist so geil. Aber dieser Film, die Art. Goku hatte keine Chance, der Soundtrack war super. Und dann einfach, wie diese Jokes von damals. Wie Vegeta und
Goku einfach versucht haben, erst zu fusionieren und zweimal verkackt haben. Ähnlich wie bei Gotenks, aber es dann geschafft haben beim dritten Mal. Aber trotzdem, wie soll ich dich nennen? Ist doch scheiße, wie Piccolo einfach sagte, also Piccolo so, wie soll ich dich nennen? Ah, ist ja auch egal, du gehst jetzt los. Und Goku dann so, nein, es hat Zeit. Ich brauche einen coolen Namen, damit wär's bestimmt cooler. Oh, das war so super, ich liebe es, aber ganz ehrlich, Broly, dieser Broly ist einer der besten. Der Broly ist der beste Broly. Der Film ist super umgesetzt und der Broly, ich meine das Ende okay. Gogeta Blue, man sieht einfach dieses, der Soul Punisher vor allem war geil. Erst kommt dieses Streu-Kamehameha, dann die verschiedenen blauen Keybälle und ganz am Schluss damit einfach die Energie und dann das legendäre Soul Punisher und das halbe Kino hat wirklich mitgemacht. Leute, ihr hättet das sehen müssen. Das halbe Kino hebt die Hand. Soul Punisher. Also, das ist jetzt vielleicht dumm, wenn ich das so sage, aber so in etwa war das, Leute. Merkt man, wie gehypt ich bin. Merkt man meinen Hype. Oh Gott, Alter, ich liebe diesen Film. Ich habe immer noch Gänsehaut. Der Film ist so unfassbar gut. Bitte guckt ihn euch an. Macht es einfach. Alter. Vor allem das Ende. Jeder hat damit gerechnet, dass Broly stirbt. So. Oder halt besiegt wird. Aber die Tatsache, dass Goku erkannt hat, Broly ist kein schlechter Kerl. Er wurde dazu gezwungen. Und dass Broly seine Ausraster hat. Und er wird einfach gewünscht, Broly soll auf seinem Planeten Bumper. Auf den Asteroiden Bumper. Soll er zurück. Und dann war er da halt. Und die anderen beiden von der Freezer-Armee sind geflohen. Freezer hatte ja auch kaum eine Chance, da muss er erst in Gold werden. Und dann kam Gogeta einfach an, dass Freezer nicht mal wirklich kämpfen durfte, sich aber schon gefreut hat. Oh, Freezer hat auch einen geilen Move gemacht. Man hat die Flashbacks gesehen, er wollte ja, dass Broly zum Super Saiyajin wird. Man hat die Flashbacks gesehen, hat permanent gefragt, Paragus, ist das alles, was Broly kann? Weil Paragus konnte das halt nicht glauben und nicht fassen. Also hat er sich daran erinnert, wie er Krillin getötet hat und wie Son Goku dann zum Super Saiyajin wurde. Er hat das einfach genauso umgesetzt und hat Paragus getötet. Und dann wird Broly auch zum Super Saiyajin. Die Szene, die wir im Trailer sehen, wo wir dachten, Broly zerstört jetzt alles, das ist einfach nur die Verwandlung in den Berserker Super Saiyajin, in den legendären Super Saiyajin. Mehr ist das nicht. Und Alter, das wurde so episch umgesetzt. Der Kampf von Gogeta gegen Broly. Oder auch das Gallic Kamehameha, wie ich es jetzt mal nenne. Weil Goku und Vegeta. Vegeta steht daneben. Gallic Strahl! Und Goku macht sein Kamehameha. Beides zusammen, ähnlich wie das Final Flash. Das war, oh Leute, das ist Porno gewesen, sag ich euch. Jedenfalls zurück zum Ende. Es wurde sich gewünscht, dass Broly ja zurückfliegt, zurückteleportiert wird, wurde er dann auch. Und die sind dann halt geflohen, haben sich mit bei Broly gefunden, dann kam Son Goku an und hat einfach so gesagt, okay, ich will nicht kämpfen, also jetzt gerade nicht kämpfen, ich will aber auch keine Feindschaft. Broly ist ein cooler Typ, ich habe euch hier was zu essen mitgebracht, ich habe euch ein Haus, hier könnt ihr leben. Wenn ich wiederkommen darf, ich möchte nur ab und zu mal gegen Broly kämpfen, weil wäre doch schade, wenn so ein toller Typ stirbt und so weiter. Also Leute, Broly ist ein krasser Film. Ich bin so gehypt. Ich habe extra mein Potara-Ohrring reingesetzt. Nur für diesen Film. Guckt ihn euch an. Mein Fazit. Ich habe alle Dragon Ball Filme gesehen. Und mein Fazit ist wirklich, Broly ist in den Top 3, in den Top 2. Doch in den Top 3. Der Platz 2. Platz 2. Vielleicht auch Platz 1. Er ist auf jeden Fall in meinem persönlichen Top 3 der besten Dragon Ball Filme. Den haben sie unfassbar gut hinbekommen. Aber das Video ist auch schon wieder viel zu lang. Leute, ich bin raus. Das war's. Der Dani. Haut rein. Ciao.